Liebe Bücherfreundin, herzlich willkommen im Wochenende und im Oktober. Ja, wir haben tatsächlich das letzte Quartal von 2016 erreicht und ich schüttel nur mit dem Kopf und denke, Wahnsinn, wie schnell war jetzt irgendwie der Sommer um. Die Woche war ja noch sehr schön vom Wetter und ich bin halt ein Sommersonnenkind und mir tun diese Sonnenstunden wirklich nach wie vor sehr, sehr gut und ich darf nicht dran denken, was da auf uns zukommt, aber auch das Wochenende soll ja relativ schön werden und es ist ja in Deutschland jetzt auch ein langes Wochenende. Zumindest für die meisten Menschen ist ja Montag frei. Ich selbst arbeite am Montag, am Feiertag, einfach weil wir französische und ich glaube, ja, die französischen Kollegen sind, für die wir dann im Grunde da sein müssen, beziehungsweise französischen Kunden, wie auch immer. Und da sind wir mit ein paar Leuten auch am Montag da, was ich aber nicht schlimm finde, weil es gibt leckeres Essen wir bekommen da halt auch einfach den Stundenausgleich sehr, sehr gut ausgeglichen sozusagen. Ja, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, sondern natürlich um die gelesenen Bücher und alles andere dieser Woche, denn es gibt für die Woche tatsächlich ein bisschen viel zu erzählen. Und deswegen fange ich direkt an. Ich habe die Woche gemeinsam mit dem Facebook-Leseclub, den ihr in der Infobox findet, gelesen. Ich fürchte mich nicht von Tahire Mafi, ein Buch, das schon länger auf meinem E-Book-Reader gesuppt ist. Und dementsprechend fand ich es sehr cool, als es für den September ausgewählt wurde. Und das haben wir, glaube ich, jetzt gestern oder sogar schon am Donnerstag beendet. Und das zweite Buch, was ich parallel gelesen habe, war Giants, ein Science-Fiction-Roman, der mir unglaublich gut, nicht nur vom Cover und vom Klappentext mich angesprochen hat, gefallen hat, sondern einfach mir war mal wieder nach Science-Fiction und hatte da einfach große Lust zu. Und dann habe ich begonnen darin zu lesen, ich bin aber glaube ich noch nicht so sehr weit gekommen, in Winter is Coming, die mittelalterliche Welt von Game of Thrones. Da dreht sich eben alles um diese geschichtlichen Hintergründe, die es sozusagen im Westeros in das Lied von Eis und Feuer gibt. Aber wie gesagt, ich bin da noch nicht allzu weit, deswegen wird es da heute noch nicht so viel zu erzählen geben. Bin erst auf Seite 98 und also knapp, ein bisschen was über, weniger als ein Drittel irgendwie. Ja, ich würde jetzt mal vermuten, ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten das Buch hat. Und ich bin sehr neugierig, wie es weitergeht. Dazu werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Woche was hören. Da werde ich jetzt heute gar nicht mehr allzu viel erzählen. Nur einfach der Vollständigkeit halber, dass ich da in der Woche eben schon mit begonnen habe. Ja, und dann wird es ein bisschen Geplauder geben über die Leseclub-Abstimmung für das Oktoberbuch. Dann mit welchem Buch wir heute gemeinsam sozusagen beginnen, dass ich eine neue Serie entdeckt habe und die gesuchtet habe. Und auch eine tolle Info, mal wieder zu einem Hangout in der nächsten Woche. Aber wir beginnen zuerst natürlich mit den Büchern und wir beginnen mit Ich fürchte mich nicht von Tahira Mafi. Das ist der Auftakt einer Trilogie und es ist, glaube ich, die Shatter-Me-Trilogie, ist erschienen 2012 und auch Teil 2 und Teil 3 ist bereits erschienen. Taschenbuch findet man das Buch für 9,99 als E-Book 8,99, ist im Goldmann Verlag erschienen und der erste Teil hat 336 Seiten und wir haben uns das eben wieder tageweise eingeteilt und gemeinsam gelesen. Wer Lust hat auf gemeinsam lesen und sich den Leseclub mal angucken möchte, wie gesagt, alles in der Infobox und auch welches Oktoberbuch zur Wahl steht, dazu erzähle ich später ein bisschen mehr. Ja, wir sind hier in einer dystopischen Welt und es ist, das möchte ich einfach betonen, eine Jugenddystopie, weil ich das einfach nach der Übergang für wichtig finde, dass man das erwähnt, weil es ist einfach wieder was ganz anders. Wir haben hier Juliet und Juliet ist eine junge Frau, die seit Jahren in einer Irrenanstalt lebt und mit sich und ihren Gedanken und ihrem Notizbuch mehr oder weniger alleine ist. Und wir erleben ihre Gedanken und was ihr passiert, eben durch dieses Notizbuch, denn alles, was sie niederschreibt oder dort dann eben auch durchstreicht, das lesen wir. Also es ist dann aus dieser Ich-Perspektive von Juliette geschrieben, was schon ein sehr besonderer Stil ist, aber dazu natürlich später mehr. Und eines Tages taucht in der Zelle von Juliette ein junger Mann auf, der ihr irgendwie
wahrscheinlich bekannt vorkam, sie es aber nicht ganz greifen konnte. Wir auch noch nicht so recht wissen, warum ist sie da eingesperrt, was passt mit ihr nicht, warum kommt da auf einmal, warum kommt da ein Mann dazu? Und ja, er erzählt uns ein bisschen von außen, von der dystopischen Welt, wie eben gerade die Welt so tickt und dass es da draußen nicht so wirklich toll zugeht und dass sein Name Adam ist. Und ja, wie man es vielleicht nicht erwartet hat, also ich hatte das nicht so erwartet, funkt es zwischen den beiden doch recht schnell und beide brennen für den anderen. Das Besondere aber an Juliette ist, dass sie niemanden anfassen darf und auch sie nicht angefasst werden sollte, weil jede Berührung eben tödlich ist. Und ja, es scheint da irgendwelche Gründe dafür zu geben und das erfahren wir so nach und nach eben dann in der Geschichte und erfahren dann natürlich auch, warum sie da eingesperrt wurde, beziehungsweise erklärt das Problem, dass sie ihre Berührung tödlich ist, natürlich, warum sie weggesperrt wurde und was es da mit Adam auf sich hat, was der Bösewicht Warren möchte und wie diese ganze Welt tickt und was da los ist. Das sollte jeder selbst lesen oder eben auch nicht. Ja, ich muss ehrlich gestehen, es war irgendwie nicht meine Geschichte. Vielleicht habe ich in meinem Leben auch schon zu viele Dystopien gelesen und habe eben meine zwei perfekten Dystopien mit Panem und der Nachtsonne gefunden und vergleiche dementsprechend natürlich auch Jugendbuch-Dystopien untereinander. Und das Besondere, was mir wirklich gefallen hat, war diese Idee dieses Tagebuch-Notizheft-Schreibens und dass wir wirklich die Dinge aus dieser Ich-Perspektive erleben. Das ist ja bei diesen Jugenddystopien sehr, sehr oft der Fall, dass wir die Protagonistin begleiten und in dieser Ich-Perspektive uns die Geschichte erzählt wird, weil das natürlich viel mehr den Leser packt und mitnimmt und mitreißen kann, als wenn das so allgemein geschrieben wird. Und das fand ich hier drin auch sehr gut. Allerdings ist Juliette eben einfach eine sehr verwirrte und durcheinander geratene Persönlichkeit und dementsprechend tut man sich eben mit ihren Gedanken auch unglaublich schwer. Und es war anfangs alles irgendwie sehr poetisch und hochtrabend und ja, es hat sich schon ein bisschen so gewollt angefühlt und man hatte irgendwie das Gefühl, Mensch, die hat wirklich irgendwie da so einen Dachschaden. Ne? Also das war anfangs wirklich so mein Eindruck, wo ich nur dachte, okay, wo geht das hin? Und diese Verwirrtheit in dem Lesen und auch die Verwirrtheit in Juliette nimmt nach und nach ab. Das heißt, später wurde der Stil wirklich ganz anders und das hat mich dann auch wieder gestört. Ja, jetzt kann man sagen, Steffi, wie macht man es dir recht? Ich persönlich mag es nicht, wenn man in einem Buch, in dem es keinen Perspektivwechsel gibt, aber den Eindruck hat, dass da auf einmal zwei Leute geschrieben haben. Also ich habe es irgendwie nicht verstanden, warum anfangs dieser extrem poetische, hochtrabende, wohlklingende Stil gewählt wurde und am Ende war es dann teilweise unglaublich platt, also so, hey, gar kein Problem. Und ich dachte mir, hä? Doch, das ist ja wohl ein Problem. Also ich habe diesen Schreibstil-Switch irgendwie nicht begriffen. Klar könnte er dafür stehen, dass sich eben der Geist von Juliette irgendwie entwickelt hat. Aber das ist mir dann persönlich tatsächlich zu hoch. Dann finde ich es sehr, sehr schade, dass wir sehr wenig von dieser Außenwelt erfahren, dass wir kaum Leute haben, die uns etwas über das Regime erzählen, über das Establishment, über wie die Menschen ticken. Wir erleben da einen echten Bösewicht, Warren, der mich teilweise sehr an Ramsay Bolton erinnert hat aus Game of Thrones, wo ich dachte, genau so könnte ich mir das vorstellen, geht es vielleicht in diese Richtung. Ich hatte die schlimmsten Befürchtungen, dass es da Dreiecksgeschichten gibt oder meine Güte, lässt die sich auf den vielleicht irgendwie ein oder ja, ich hatte all diese Befürchtungen und dann passt ja, ich fürchte mich nicht fast schon zu dem, dass ich mich doch teilweise gefürchtet habe, was da kommen könnte. Und ich fand es schade, dass wir so wenig Infos aus dieser Welt bekommen haben, dass wir so wenig, dass irgendwer einfach mal Juliette erzählt hätte, was diese Welt ist, wie sie tickt, warum es vielleicht auch dazu irgendwie kam. Wir haben da sehr wenige Infos bekommen. Erst so gegen Ende hat sich so manche Frage erledigt und man hat Antworten bekommen, was ich dann teilweise schon zu spät fand, weil ich dachte, ja, jetzt interessiert es mich im Grunde auch nicht mehr. Ich fand auch den Gedanken,
eigentlich diese Idee nicht schlecht, da jemanden zu haben, den man nicht berühren kann. Wobei mir das jetzt natürlich bekannt vorkam auf Goddess of Poison, wobei die Geschichte natürlich später war. Also könnte man es überlegen, wer hat da vielleicht von wem sich inspirieren lassen. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ich fand es sehr, sehr oberflächlich. Ich fand auch, wie sich Juliette und auch Adam benommen haben, ganz, ganz schlimm. Und ich fand auch Juliette, auch wenn ich nichts gegen mal Schwächere, also im Sinne von nicht stark und ich renne nach oben und bin taffe Frauen habe, ich mag es, wenn auch Frauen einfach mal einen Moment brauchen, bis sie sich vielleicht zu dem entwickeln, was sie sind. Aber ich bin eben zum Beispiel ein großer Fan von Katniss Everdeen und mochte auch Nova in der Nachtsonne. Und wenn ich dann so eine Juliette habe, die da gerade irgendwie gesehen hat, wie keine Ahnung, wie viele Menschen sterben oder da irgendwas passiert, sie irgendwie gequält wird, eingesperrt wird und dann sieht sie ihren Herzallerliebsten und bricht da in, ich brenne für ihn und dann kugeln die sich da umher und ich denke mir so, oh, nee, nein, 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 so tickt einfach hoffentlich keine Frau, dass wenn die irgendwie in einem Krieg ist, irgendwie nach einem Unfall und also das gibt's für mich einfach überhaupt nicht, schon gar nicht in dem Alter, wo, also das, ich fand das unmöglich und ich kann einfach mit diesem Herzschmerz in diesen Dystopien nicht so viel anfangen. Das passt auch für mich nicht immer. In der Nachtsonne ist das sehr gut gelöst, wie ich fand. Da hat Laura Newman wirklich alles perfekt gemacht. Und in Panem zum Beispiel ist das ja nur so ein Nebenprodukt. Und wie weit wäre Katniss gekommen, wenn sie sich ständig mit irgendeinem irgendwie auf der Wiese gekugelt hätte? Ja, ne, es ist natürlich was anderes und man sollte nicht vergleichen, aber das sind meine beiden perfekten Dystopien. Und dann kommt halt, ich fürchte mich nicht. Und ich denke mir, ich konnte nichts mit Juliet anfangen, ich konnte nichts mit der Liebesgeschichte anfangen. Ich fand es unglaublich oberflächlich, wie uns das erzählt wurde und dass man nicht irgendwie eintauchen konnte. Es hatte spannende Momente, gar keine Frage. Es war auch schon so, dass man nach dem Lebensabschnitt, meine Güte, nach dem Leseabschnitt immer dachte, ja, man will wissen, wie es weitergeht. Das hat das Buch schon geschafft. Es war schon irgendwie packend und spannend, sodass man immer gedacht hat, ja, jetzt will ich es auch wissen. Allerdings muss ich ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht das direkte Bedürfnis habe, den nächsten Band zu lesen. Also ich bin ja so eine Lustige, ich habe sogar den nächsten Band hier. Ich habe mir damals, als Band 2, glaube ich, erschien, Band 1 und 2 direkt auf dem Reader geholt. Und ich könnte, wenn ich wollte, direkt weiterlesen. Ich habe aber gar nicht das Bedürfnis aktuell. Also ich weiß auch nicht, ob ich je weiterlese. Man soll ja niemals nie sagen. Vielleicht habe ich irgendwann keinen Sub mehr und dann ist es das letzte Buch, was es noch gibt auf der Welt und dann würde ich dazu greifen. Nein, also so schlimm war es nicht. Es war okay. Es ist eine Jugenddystopie, die okay war, auch im Vergleich zu Jugenddystopien. Aber es gibt einfach stärkere und das fand ich einfach so schade. Und ich liebe halt diese dystopischen Welten, wenn die uns nahegebracht werden und man sich denkt, oh, so könnte es wirklich passieren. So könnte ich mir dann eben Menschen in Machtpositionen vorstellen. Und das ist halt hier gar nicht passiert. Also, ja, man weiß noch nicht, wo man hingekommen ist. Nur, dass da irgendwas im Gange ist und ob das alles so stimmt. Und dann gab es eben auch am Ende noch so eine Wendung, wo ich dachte, ach nee. Also, mir hat halt das Ende dann auch noch mal viel kaputt gemacht und ach, ich war dann irgendwie raus. Also, es war irgendwie vielleicht okay. Ich fand auch irgendwie, ja, ich fand es irgendwie okay. Ich glaube, es gibt nichts anderes. Also, es war nicht meins. Und wie gesagt, wenn jemand noch nie Jugenddystopien gelesen hat, würde ich auf jeden Fall was anderes empfehlen als das. Beziehungsweise vielleicht das und dann danach eine meiner perfekten Jugenddystopien, die ich zumindest perfekt finde. Und dann sage, so geht es dann wirklich, ne? Also es wäre nichts, was ich weiterempfehlen würde. Man kann es lesen, muss es aber nicht. Also das ist, ja. Aber das gemeinsame Lesen hat hier natürlich wieder Perspektiven geöffnet und gerade die dann eben, die sehr begeistert von der Dystopie waren, von der Geschichte, das fand ich natürlich interessant zu lesen, weil man da eben Aspekte dann mitbekommt, über die man gar nicht nachgedacht hat und die dann die Geschichte tatsächlich von, oh meine Güte, zu okay sozusagen umgedreht haben, weil ich das dann nachvollziehen konnte und dachte, ja, das kann man durchaus als positiven Aspekt der Geschichte sehen. Ja, vielleicht sollte ich mich einfach kein Jugenddystopie mehr zuwenden. Ne? Das war jetzt ja, glaube ich, schon ziemlich die zweite in Folge.
Aber gut, ja, deswegen ging es während der Dystopie auch mit Science Fiction weiter. Und zwar mit Giants, sie sind erwacht, von Sylvain Neuville. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Das ist erschienen am 8. August dieses Jahres im Heine Verlag, kostet als Taschenbuch 14,99 Euro, als E-Book 11,99 Euro, hat 416 Seiten und soll der Auftakt einer Reihe sein, beziehungsweise ist es der Auftakt, wobei die Geschichte, das kann man verraten, in sich schon abgeschlossen ist, man am Ende aber schon spürt, es könnte irgendwie weitergehen. Ja, es ist wohl schon ein zweiter Teil in Planung, der jetzt wohl auch demnächst im Amerikanischen, also im Englischen herauskommt und es soll wohl dann auch 2017, Frühjahr, Sommer irgendwie weitergehen mit der Geschichte. Ja, ich muss ehrlich gestehen, Giants, mich hat das Cover unglaublich angesprochen und dann tatsächlich auch die Idee, die dahinter steckte. Denn ja, wir haben hier ein junges Mädchen, das eine große Hand findet. Und wir reden hier nicht von groß, von es könnte ein großer Mensch sein, sondern von sehr, sehr groß. Und diese Hand leuchtet auch noch wunderbar türkisfarben, wenn sie mit anderen ihrer Teile in Verbindung kommt. Denn wir lernen hier recht schnell, ja, irgendwie ist das nicht nur eine Hand, sondern da gibt es wohl noch alle anderen Körperteile. Und gehen dann im Grunde mit verschiedensten Charakteren auf die Suche danach. Und es gibt Untersuchungen, dass die Hand über 6000 Jahre alt sein soll. Und die amerikanische NSA lässt eben Wissenschaftler und auch Army-Piloten ja, in dieses Projekt sich arbeiten und auch zusammenarbeiten, um eben die weiteren Körperteile, insofern sie sich irgendwo auf der Erde befinden, dann eben auch zu finden und zusammenzubauen, wenn es denn möglich wäre. Und wir treffen auf unterschiedlichste Charaktere. Wir haben hier Kara, sie ist Pilotin, sehr ehrgeizig, sehr tough. Und sie möchte alles, was sie beginnt, auch irgendwie beenden. Wir haben hier Rose Franklin. Sie ist die Wissenschaftlerin, die als Kind eben auch die große Hand gefunden hat, beziehungsweise in die große Hand gestürzt ist, mehr oder weniger zufällig. Und die sich dann mehr oder weniger dank dieses Vorfalls, ja, dieser Wissenschaft im Grunde zuwendet. Und es gibt natürlich noch viele andere Charaktere und es gibt im Grunde unseren Hauptprotagonisten, von dem wir, also Hauptprotagonisten, Hauptcharakter, unseren Protagonisten, von dem wir aber nichts erfahren. Wir wissen nicht, wie er heißt, in welcher Funktion er hier ist, sondern wir wissen nur, dass er alle anderen ständig interviewt, beziehungsweise eben zu Gesprächen einlädt. Denn diese ganze Geschichte baut sich eben nicht durch einen Erzählstrang in der Ich-Form, Wir-Form, was auch immer auf, sondern ist eine Abfolge von Gesprächsnotizen. Also wie eben unser unbekannter Protagonist eben mit Leuten spricht und uns so mitnimmt in die Geschichte und uns einen Einblick in den Ablauf der Entwicklungen mit hineinnimmt, in den Geschehnissen, auch in die Köpfe der Menschen mitnimmt, denn in einem Gespräch ist es halt tatsächlich dieses wunderbare Show, Don't Tell, wo man einfach sagt, da bekommt man so viel mit, ohne dass einem das so direkt gezeigt wird. Also fand ich grandios vom Stile her. Und natürlich ergeben sich 1000 Fragen bei der Findung der Hand und dann eben, wenn sich die Crew auf die Suche nach dem Rest macht, woher kommen die Teile, sind sie von Aliens, welche Kultur auf der Erde könnte sie erschaffen haben, gibt es irgendwo noch eine intelligentere Zivilisation, was könnte der Grund sein, warum uns diese Hand, dieser Körper irgendwie dagelassen wurde und wie bekommt man all diese Teile, wenn sie vergraben sind, denn auch dann nach oben an die Erdoberfläche. Und 1000 Fragen und Charaktere, die sehr speziell sind und dazu ein Schreibstil, der unglaublich genial gemacht ist und auch der Aufbau dieser Geschichte einfach genial ist und man eben wirklich nur erfährt, was die Leute in diesem direkten Gespräch mit unserem Unbekannten sich austauschen. Man hat zwischendrin auch mal so Protokolle, wo was beschrieben wird, man hat auch ein paar Mal einen Tagebucheintrag, der aber nicht schwulstig lang irgendwie ist, sondern auch wunderbar knapp und bündig und das fand ich einfach großartig. Also mit wenig Worten viel erzählt, viel im Kopf bei mir hat sich da abgespielt und das fand ich wirklich mega, mega gelungen. Und
und es hat unglaublichen Spaß gemacht, diese Science-Fiction-Geschichte zu lesen. Und sie nicht nur zu lesen, sondern auch dabei zu sein. Also durch diese Gespräche, die geführt werden, hat man immer das Gefühl, dass man dabei war. Dass man als Dritter am Tisch sitzt und beide beobachtet und irgendwie den Gesprächen lauscht. Und es war von Anfang an eine grandiose Idee bis zum Ende hin. Es gab ein, zwei Logikfehler, wo ich dachte, hä? Aber das kann man getrost übersehen, fand ich zumindest. Das ist dann so ein Abzug in nebenbei. Ich fand es grandios erzählt. Ich mochte diesen Stil, wie es geschrieben wurde. Es war spannend, packend. Es hat einen mitgerissen. Es war aufregend. Es war mal was ganz anderes. Es war was Innovatives. Und ich fand einfach diese Idee mit dieser großen Hand und wozu das führen kann, unglaublich spannend. Das hat mich total neugierig gemacht. Und auch wenn man dann etwas später in die Tiefen der Menschen sozusagen guckt, also wie die Menschenseele dann tatsächlich funktioniert, wenn mal irgendwas nicht so klappt, wie es soll, oder wie, wenn Politik dann eben Einfluss nimmt und wie gerade vielleicht Politiker reagieren würde, wenn wir dann auch noch so eine NSA haben und Wissenschaftler aufeinander. Also das war unglaublich komplex. Es hat viel, viel Spaß gemacht, es zu lesen. Man ist durch diese über 400 Seiten wirklich mehr oder weniger geflogen und es war einfach, es war etwas anderes und ich habe schon lange, lange kein Science Fiction mehr gelesen und ich fand das aber wieder mega und ich habe dann wieder gemerkt, Steffi, du solltest viel mehr Science Fiction lesen und ich fand es großartig. Es war wirklich ein geniales Buch, das mich mitgerissen hat, gepackt hat, begeistert hat, das man schon ein bisschen erst lesen sollte, wenn man ein bisschen politisch auch ja eine Ahnung vielleicht von der Welt irgendwie hat. Also ich würde es jetzt keinem Jugendlichen empfehlen, sondern schon jemanden, der sich mal ein bisschen mit den kriegerischen Auseinandersetzungen auch auf der Welt beschäftigt hat und es so, ja, einfach so ein bisschen gefestigt da drin ist und da so ein bisschen sich vorstellen kann, dass das alles so passiert und das ist echt gruselig. Also man kann sich das wunderbar vor Augen führen, wie weit der Mensch gehen würde für etwas, was ihm scheinbar irgendwie wichtig erscheint oder vielleicht auch ist oder, ne, also das war ganz, ganz toll und es war gar nicht so viel Fiction, wie ich finde, man kann sich das echt gut vorstellen, also jetzt nicht, dass irgendwo vielleicht eine Hand liegt, die irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 3 Meter groß war und man sich dann natürlich vorstellen kann, wie groß könnte der Rest irgendwie sein und welche besondere, also ich fand es toll. Ist eine absolute Empfehlung für alle, die Science-Fiction-Geschichten toll finden, die mal was Innovatives, Neues lesen wollen, da ist man hier wirklich absolut richtig. Ich fand es wirklich Hammer. Also es war großes Schreibkino, Buchkino und ich mochte eben auch einfach dieses mal andersartige Lesen, also dass uns das eben über Interviews und so erzählt wurde und nicht, dass einer uns die Geschichte erzählt, fand ich einfach mal ganz anders, ganz toll und ist hier wirklich gut gelungen und zieht sich hier wirklich ein wunderbarer roter Faden durch und hat großen, großen Spaß gemacht und ich werde die Reihe auf jeden Fall im Auge behalten, weil ich sehr neugierig bin, wie die Geschichte weitergehen wird, auch wenn, wie gesagt, die Geschichte irgendwie in sich abgeschlossen ist, also es gibt irgendwie ein Ende, mit dem man auch leben könnte und auch leben kann. Man muss nicht zwingend weiterlesen, fand ich zumindest. Aber ich bin natürlich neugierig und möchte wissen, wie es irgendwie vielleicht weitergehen könnte. Also dementsprechend freue ich mich dann auf das Buch, insofern es dann hoffentlich im nächsten Jahr auch irgendwie kommt. Ja, und dann habe ich ja vorhin schon gesagt, habe ich knapp 100 Seiten in Winter is Coming gelesen. Dazu werde ich aber wirklich erst was sagen, wenn es ja dann auch gelesen ist nächste Woche. So viel kann ich vielleicht schon verraten. Es wird hier drin sehr viel auch gespoilert. Es ist zwar manchmal gekennzeichnet, aber nicht richtig, um welches Serienteil, welche Serienstaffel gespoilert wird. Die Autorin empfiehlt, dass man zumindest die 5. Staffel kennt. Also ja, die bezieht sich hier auch eher auf die Serie sozusagen, auf die 5. Serienstaffel. Sie sagt nicht das 5. Buch, sondern tatsächlich die 5. Staffel. Weil im Buch, glaube ich, ist ja auch Staffel 6, erzählt ja noch viel aus Staffel 4, aus Buch 4 und 5, also dem englischen 4. und 5. Von daher müsste man wahrscheinlich sagen, wenn man die Bücher vielleicht dann nur bis Band 3 kennt im Englischen, was ja im Deutschen dann Band 6 sein müsste, dann, ja, also man sollte die Serie kennen bis Band 5, bis Serie 5, Staffel 5, meine Güte. Ja, und dann gibt es eben noch so Zeichen, wie eben gespoilert wird, wobei halt dann nicht dort steht, zu welcher Staffel oder so gespoilert wird, was halt dann natürlich ein bisschen schade ist.
Aber bis jetzt absolut spannend und interessant und ich mag eben diese mittelalterlichen Gedanken und auf die sich vielleicht George R. R. Martin irgendwie bezogen hat und man sieht dann wirklich so manchen Bezug, dem einem vorher nicht klar war, wieso der Charakter vielleicht so geschaffen wurde. Und manches erkennt man gerade, wenn man zum Beispiel die Rosenkriege kennt, mit denen das ja sehr oft verglichen wird, da erkennt man manchen Charakter und ahnt dann vielleicht, in welche Richtung es gehen könnte. Aber hier werden eben auch so Nebencharakter sehr, sehr gut einfach mal unter die Lupe genommen. Und ja, ich bin da einfach mal neugierig und sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Ja, unser Leseklub, der Leseklub von Alicia und Phil, wie vorhin gesagt, unten in der Infobox, liest im Oktober auf jeden Fall einen Klassiker. Wir haben gemerkt, dass wir alle irgendwie mehr oder weniger Klassiker auf dem Sub haben oder dann eben manch einen der genannten Subbücher dann zumindest auf der Wunschliste hat und haben uns dazu entschlossen, dass im Oktober ein Klassikermonat wird, also ein Klassiker gelesen wird. Und es kann noch bis zum 5. Oktober abgestimmt werden. Also wer noch nicht abgestimmt hat, beziehungsweise sagt, hey, bei Klassiker bin ich dabei, da will ich in die Facebook-Gruppe, ihr findet das in der Infobox und dann könnt ihr auf jeden Fall auch noch mit abstimmen bis zum 5. Und es gibt ja wieder drei Bücher zur Auswahl und es waren, glaube ich, zwei, also es gibt drei Bücher zur Auswahl. Und zwar gibt es zur Auswahl 1984 von George Orwell, ja ein sehr, sehr düsterer Science-Fiction-Klassiker und im Grunde so die erste Dystopie. Wie könnte die Welt tatsächlich 1984 sein? George Orwell hat das Buch, glaube ich, 48 geschrieben, genau umgedreht. Und teilt da seine Gedanken eben mit diesem Kontrollstaat und dieses Big Brother is watching you kommt ja aus dieser Geschichte. Und ja, es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Es ist für mich, wäre es ein Reread und ich fände das großartig, einfach nochmal zu lesen. Dann als zweites Buch gibt es Wer die Nachtigall stört von Harper Lee. Ein Buch, das ja mal eine Zeit lang jetzt auch, glaube ich, in aller Munde war, als es neu herausgekommen ist, wenn ich mich nicht irre, es wurde neu aufgelegt und seitdem sieht man es mal wieder öfter, gehört aber auch auf jeden Fall zu den Klassikern. Man hört unterschiedlichste Meinungen und ich wäre da auch sehr, sehr neugierig, um was es in dem Buch geht. Und das letzte ist die göttliche Komödie von Dante, die ja im Grunde uns den Vorhof der Hölle mehr oder weniger zeigen wird und es ja sehr, sehr viele Bücher gibt oder auch Filme, die sich auf Dantes göttliche Komödie beziehen, sodass man da einfach mal sagen kann, um zu wissen, worauf die sich beziehen, müsste man das unbedingt mal gelesen haben. Und ganz aktuell kommt ja Inferno von Dan Brown auch in die Kinos und das bezieht sich ja in ganz, ganz vielen Dingen auf Dantes göttliche Komödie. Und wer da eben vielleicht einen Bezug dazu herstellen möchte, der sollte da einfach mal dafür stimmen. Und dann gucken wir, was wir Ende Oktober lesen werden. Also diesmal werden wir wahrscheinlich einen Hauch später lesen, weil ja direkt dieses vorletzte Oktoberwochenende ist ja auch die Buchmesse, wo ja sehr, sehr viele von uns sein werden. Und das ist tatsächlich schon 3 Wochen. Das ist echt der Wahnsinn. Und ja, wie die Zeit vergeht. Und deswegen werden wir da, denke ich mal, so einen Hauch später anfangen. Also vielleicht entweder das nächste Wochenende oder dann wirklich vielleicht erst ab Montag und dann dafür ein bisschen länger lesen. Müssen wir mal gucken, wie wir das festhalten. Also wer da gerne dabei wäre, wer gerne gemeinsam lesen möchte, der guckt einfach mal in unseren Leseklub und stimmt da einfach mal mit ab. Ja, heute geht es mit einem Buch weiter, auf das ich mich die ganze Woche gefreut habe. Und es gibt lange, lange, lange gab es kein Buch, auf das ich mich echt so gefreut habe. Ja, wir lesen heute weiter Die 12 von Justin Cronin, der zweite Teil der Passenger-Trilogie. Ich weiß gar nicht, ist das die Passenger-Trilogie und Passenger? Ja, da bin ich irgendwie raus. Wir haben ja letzten Freitag, Samstag den Übergang beendet und einige zumindest von uns. Wir hatten hier ja auch so eine kleine Lesegemeinschaft über Facebook. Und da haben ja einige dann auch gesagt, hey, komm, lasst uns direkt die 12 weiterlesen, denn der dritte Teil, die Spiegelstadt, erscheint jetzt Ende Oktober, damit wir das im Grunde live lesen können.
Und ja, heute geht es los mit die 12. Wie ihr seht, ich bin schon vorbereitet. Wir haben geguckt, dass wir so 50, 60 Seiten pro Tag lesen, dass wir es uns wieder auf 2 Wochen aufgeteilt haben. Ich bin total gespannt. Ich freue mich wieder in diese düstere, atmosphärische Welt mit diesem grandiosen Schreibstil einzutauchen. Und grüße alle, die mitlesen und mit dabei sind. Und ja, freue mich da, ehrlich. Also wer vielleicht noch Lust hat, die 12 mitzulesen, ich werde auch mal diese Facebook-Gruppe unten in die Infobox packen. Vielleicht hat jemand ja den Übergang irgendwann beendet und sagt, hey, die 12 habe ich auch gerade auf dem Sub, da lese ich spontan heute oder morgen einfach mal mit. Wenn man den Tag hinterherhinkt, das ist ja kein Problem. Ne? Also es ist noch niemand dem Kopf abgerissen worden, weil er mal einen Tag nicht zum Lesen kam. Von daher ist das gar nicht schlimm. Wir teilen uns ja die Geschichte, wie gesagt, in Leseabschnitte auf und dann gibt es für jeden Leseabschnitt auch einen Post und unter dem wird dann über diesen Leseabschnitt eben gesprochen. Und somit kann man sich auch nicht groß spoilern, wenn man eben einfach dann den Leseabschnitt, den nächsten, übernächsten im Grunde nicht liest, sondern sich eben auf die beschränkt, ja, die eben aktuell, wie weit man eben auch ist. Also ja, wer noch Lust hat, die 12, auch ein unglaubliches Cover, wie ich finde. Sehr, sehr schön, also gefällt mir ehrlich gut. Und ich habe es ja damals als Menge-Exemplar irgendwie ergattert für 3,99 sehe ich gerade. Also ja, es ist echt ein Wälzer. Hat aber um einiges weniger Seiten als der Übergang. Ich glaube nur ein bisschen was an die 822 oder so oder 24 waren es, glaube ich. Und ja, das schafft man ja locker in 2 Wochen. Ja, also wir haben uns da auch wirklich keinen Stress gemacht, sondern sagen 2 Wochen. Und dann ist ja die Woche sozusagen Buchmesse und danach kommt es im Grunde schon raus. Und dann, denke ich, teilen wir uns das auch wieder in 2 Wochen auf. Und ja, also schön. Es wird auf jeden Fall ab heute gelesen und ich freue mich. Ja, ich habe schon ein bisschen was zu den Vorbereitungen der Frankfurter Buchmesse gesagt. Ja, in 3 Wochen ist es soweit. Es haben mich auch schon einige gefragt, wann ich da sein werde. Also ich werde von Freitag bis Sonntag in Frankfurt sein, werde Freitag auf der Messe sein, so ab, ich hoffe, 10:30, 11:00. Ich glaube, mein Zug kommt um 10 in Frankfurt an und bis ich dann auf der Messe bin, wird es so 11 sein. Und es wird dann direkt ein kleines geplantes Mittagessen geben. Es ist sozusagen der erste Termin an dem Tag. Und dann habe ich schon 2, 3 Termine mir so aufgeschrieben. Unter anderem zum Beispiel abends, ich glaube 15 Uhr, 16 Uhr, stellt Sebastian Fitzek das Paket vor. Da möchte ich auf jeden Fall sein. Und dann habe ich auch einen Verlagstermin und einen Autorentermin. Und abends gibt es dann was beim Autorensofa. Da wurde ich von 2 lieben Autoren eingeladen als Blogger. Und es ist so ein Blogger-Event. Und ja, da freue ich mich sehr auf den Freitag. Und ja, dann werde ich Freitagabend wahrscheinlich total fertig nur noch bei meiner Freundin sitzen und ein Weinchen trinken und lecker essen und ein bisschen quatschen, weil meine Freundin mich dann abends irgendwann in Empfang nimmt, wenn die Messe eben im Grunde schließt. Und Samstag machen wir einen Sightseeing-Tag. Den Tag verbringe ich komplett mit meiner Freundin, weil ich sage, ich möchte auch mal mehr sehen als nur Messe, Bahnhof, ein bisschen Shopping und die Wohnung meiner Freundin, sondern ich möchte auch mal was von Frankfurt sehen. Habe ihr sozusagen den Auftrag gegeben, schöne Orte, die sie jetzt in den letzten Jahren, als sie dahin gezogen ist, entdeckt hat, mir dann auch zu zeigen. Natürlich möchte ich auch ein klein wenig Shopping, gerade Rituals finde ich sehr interessant, die haben einen Shop. Es gibt dort ja auch einen Primark, es gibt einen Lush, wo ich sage, ja, aber das ist für mich diesmal wirklich total nebensächlich, wo ich sage, ich möchte wirklich einfach ein bisschen was sehen, ich möchte schöne Orte mit ihr erleben und schöne Stunden und ja, das ist einfach mal so ein Tag, der muss sein. Deswegen bin ich Samstag nicht auf der Messe, sondern erst wieder Sonntag. Und da werde ich dann eben auch mit meiner Freundin unterwegs sein. Aber es wird da auch der ein oder andere Termin auf jeden Fall mit dabei sein, wo ich gerne hingehen möchte. Beziehungsweise ist ja, glaube ich, um 13 Uhr das Booktuber-Blogger-Zuschauertreffen wieder, glaube ich, Halle 3 irgendwo bei den Rolltreppen, wo es die letzten Jahre auch war. Und da freue ich mich dann auch einfach, ja, all die Leute von hier zu treffen, also Booktube-Kollegen, Blogger-Freunde und dann eben auch so manchen Autor, den es da ja immer mal hin verschlägt und dann eben auch einfach Zuschauer und Menschen, die man einfach lieb gewonnen hat in all der Zeit. Und ja, da werde ich auf jeden Fall sein und auch sonst, wer mich irgendwie sieht auf der Messe, einfach herkommen, Hallo sagen. Ich beiße nicht und ich bin jetzt auch nicht, dass ich da ängstlich irgendwie zurückschrecke. Also es ist natürlich immer mal merkwürdig, weil ihr
mich und ja auch alle anderen Booktuber kennt und wir natürlich in Gesichter gucken, die wir nicht kennen. Aber sagt da bitte gerne was, sagt Hallo, lasst uns da austauschen und man hat die Möglichkeit ja nicht so oft. Und ja, ich freue mich da einfach auf die Tage und es sind ja jetzt wirklich nicht mehr lange. Und ja, werde dann also ziemlich, glaube ich, bis relativ spät nachmittags in Frankfurt sein, werde, glaube ich, um kurz nach 6 Uhr abends dann losfahren mit dem Zug wieder nach Hause und dementsprechend werde ich direkt wahrscheinlich wieder von der Messe zum Bahnhof gehen, bekleidet werden und Gepäck holen und dann ja, geht's nach Hause und dann ja, in den 4 Stunden ist man dann so platt, dass man sich wahrscheinlich bemühen muss, einfach wach zu bleiben, weil Zugfahren ist dann auch Umsteiger und ja, wie es halt so ist. Ja, aber wer da Lust hat, wer da dort ist, einfach melden, Hallo sagen und lasst uns die Zeit dort genießen und zu einer besonderen Zeit einfach machen. Ja, zu einer besonderen Zeit beziehungsweise zu etwas Besonderem oder etwas, ja, Lustigem möchte ich auch einfach eine kurze Vorankündigung machen. Es wird am Dienstag einen kleinen Hangout geben und zwar um 19.30 Uhr diesmal und es gibt die drei Bekannten, wo wir auch schon das letzte Mal beim spontanen Hangout waren, Phil und Thorsten. Und ja, diesmal haben wir oder habe ich mir noch weibliche Verstärkung, dazu gehört die liebe Paddy. Und ja, wir wollen einen kleinen Vierer-Hangout machen mit ganz viel Spontanität. So einen richtigen Plan haben wir noch nicht. Wir haben so 2, 3 Ideen, über die wir sprechen wollen, aber wollen natürlich einfach im Austausch mit euch Zuschauern dann sein, mit allen, die Lust haben, dann im Chat dabei zu sein. Und wir haben da auch schon die ein oder andere Challenge-Idee, wo wir auf jeden Fall viele Ideen brauchen von euch im Chat. Und ja, wir werden um 19.30 Uhr voraussichtlich bei Thorsten sein, wenn da die Technik so möchte, wie wir wollen. Verfolgt uns da einfach alle 3-mal oder 4-mal irgendwie auf Facebook, Instagram. Da werden wir auf jeden Fall bis Dienstag noch ein paar Infos geben, sollte sich da irgendwas ändern. Und ich freue mich da drauf. Also es ist immer wieder wie mit Freunden in der Kneipe sitzen, Spaß haben, sich unterhalten, austauschen. Es hat das letzte Mal einfach so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, das wollen wir auf jeden Fall wiederholen. Und dann in bekannter Konstellation und dann eben einfach mit Paddy, die auch Lust und Zeit an dem Tag hat und dann einfach mit dabei ist. Und da freuen wir uns alle drauf und es wird auf jeden Fall ein schöner Dienstagabend. Haltet euch also 19.30 Uhr frei. Und dann gucke ich gerade noch, was ich auf meinem Zettel habe. Ach ja, ich habe eine neue Serie entdeckt, zu der vielleicht auch noch kurz. Und zwar, ja, ist da auch die liebe Paddy schuld, die erzählt hat, dass sie gerade Scream schaut, die Serie. In den 90ern gab es da ja mal die Gruselfilme dazu, also Gruselfilme, die mich in meiner Jugend schon sehr geprägt haben. Und ja, Gott, da war man noch jung, ne? Und ich habe eigentlich so bei der Serie gedacht, ich habe die auf Netflix schon immer mal so gesehen, dachte, ach, das ist bestimmt nur ein billiger Abklatsch. Ja, es ist irgendwie ein Abklatsch, gar keine Frage. Aber ich habe damit angefangen und bin aktuell schon bei Folge 8. Also ich habe jetzt dann in 2,5 Tagen, Abenden mehr oder weniger, Nächten, ja, die Serie gesuchtet. Und es ist irgendwie wie ein Unfall. Man muss irgendwie hingucken. Also es ist nichts komplett Innovatives und Neues. Es ist wirklich viel von diesen, ja, wie hat man das früher genannt? Also es waren schon irgendwie Gruselfilme mit Serienkillern, wie es in den 90ern waren. Egal, ob es wirklich Scream selbst war, ob es, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Düstere Legenden ist uns eingefallen, Blair Witch Project, all diese Filme, die es irgendwie gab. Und diesen Stil hat die Serie und es ist halt irgendwie in die Jetztzeit versetzt. Also jeder hat da ständig ein Handy und es gibt einen unbekannten Anrufer und es gibt wunderbare Klischees, die erfüllt werden von der sexy Blondine, die ihren Killer im Haus hat, aber noch in den Whirlpool steigt und dann ins Haus möchte, oh, helft mir, und man weiß genau, da drin ist der Mörder. Man denkt sich, Mädel, nein, geh da nicht rein. Oder eben so Gruppen zusammen sind und man dann einer sich entfernt und man denkt, nein, man soll immer bei der Gruppe bleiben. Und man, also ich rede dann persönlich auch mit meinem Fernsehen und schrei die an, warum die das jetzt machen. Und es ist lustig. Also es ist unterhaltend. Es nimmt einen irgendwie in Beschlag. Man guckt das gerne an. Man hat natürlich wirklich so diese Klischee-Charakter. Man hat den Macho, den Proll. Man hat das Liebespärchen. Man hat die Jungfrau, die vielleicht dann doch keine mehr ist. Man hat den Nerd. Man hat die etwas merkwürdige Außenseiterin, die in dem Fall irgendwie so bisexuell ist und gerade deswegen eben so Außenseiter in dieser coolen Gruppe wurde und aber doch irgendwie dazugehört. Und es gibt da eben einfach
Tote, es werden Freunde umgebracht, jeder ist verdächtig. Es ist so ein Jugend-Thriller-Ding. Erinnert mich ein bisschen an Dreh dich nicht um, glaube ich, ja, von Jennifer L. Armentrout, was ich ja im Urlaub im August gelesen habe. So ein bisschen erinnert mich das, wo ich so denke, okay, es geht so in diese Richtung. Es hat wunderbare Bezüge zu diesen Filmen. Es zitiert, es gibt Leute, die zitieren aus Büchern, aus Filmen, aus Serien, was ich liebe, weil ich das im wahren Leben eben auch mache. Und es ist halt toll, wenn dann auch immer so diese Gruselfilms, Blätterfilmregeln erzählt werden. Also wie, oh, das klingt nach einem letzten Satz, bevor du umgebracht wirst. Also es ist irgendwie cool, es ist unterhaltend, es macht irgendwie Spaß und es führt dazu, dass man sich gruselt, dass man nicht alleine nach der Arbeit in der Spätschicht zur Tiefgarage möchte, sondern sich von seinem Chef, der gemeinsam mit einem Spätschicht gemacht hat, über diese Serie austauscht, dann über die Filme spricht und dann beide denken, oh, es geht von uns heute gar nicht alleine zu seinem Auto und ja, man dann zum Auto begleitet wird und dann auch noch guckt, dass der andere heile in seinem Auto ankommt, man von innen die Türen verriegelt und sich denkt, und jetzt nach Hause. Man kann da, glaube ich, so alt sein, wie man möchte. Wenn man sich fürchtet, dann ist das nicht mehr logisch. Ne? Also mir ist ganz klar, dass der Killer nicht bei mir auf der Rückbank sitzen wird und warten wird. Zum Glück gehöre ich ja auch nicht in die Kategorie hübsche, langhaarige Blondine, die ja immer die ersten Opfer sind. Also von daher, es hat alles Vor- und Nachteile. Es ist irgendwie cool, es ist unterhalten, es hat mich gepackt, es hat mich gefesselt. Ich weiß nicht so richtig, warum, aber es ist so. Ich freue mich jetzt noch auf die 2 Folgen der ersten Staffel. Es gibt schon eine 2. Staffel. Die 1. Staffel, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist wohl in sich dann auch irgendwie geschlossen, geht aber halt ähnlich wie es bei den Scream-Filmen war, dann eben in der 2. Staffel irgendwie ein halbes Jahr später setzt es wieder auf und es geht weiter. So war es ja bei Scream damals auch, die ersten Woodsboro-Morde waren dann irgendwie gelöst, dann ist ja unsere Hauptcharaktere Sydney irgendwie, ich glaube, aufs College gegangen. Und dann geht's da eben wieder los und dann werden, ne, und dann gab's ja noch einen dritten, es gibt wohl auch sogar noch einen 4., aber den habe ich, glaube ich, nicht bewusst gesehen, der kam, glaube ich, 10 Jahre später, weiß ich nicht, da war ich dann irgendwie schon aus dem Alter raus. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte dann richtiges Retro-Feeling und eigentlich Lust, direkt die Filme auch anzugucken. Und es kommt ja jetzt demnächst die dunkle Zeit und anstelle, dass man dann eben abends eine Serie guckt, werde ich mir mal die Scream-Filme angucken. Ich habe auch schon mal geguckt ins DVD, in die DVD-Sammlung. Ich habe alle 3 hier, welch ein Glück. Und ja, wird dann auf jeden Fall angeguckt. Kann ich also irgendwie nur empfehlen, vielleicht gerade für Menschen, die so ein bisschen in meinem Alter sind, die sich dann so nostalgisch zurückblicken und dann denken, ach ja, war das in den 90ern damals schön, die Filme kennen. Man kann das aber auch komplett ohne die Filme zu kennen anschauen. Es hat keinerlei Bezug. Es ist halt nur so ein ähnlicher Gedankenstrang. Man hätte die Serie auch anders nennen können, weil die nichts mehr wirklich mit den echten Scream-Filmen zu tun hat. Gut, der Mörder trägt halt auch irgendeine Maske, die einen Grund hat und na, es gibt diesen Stimmenverzerrer am Telefon, das ist halt sehr Scream-mäßig und es ist, glaube ich, sogar der gleiche Regisseur Wes Craven und der ja für all diese Jugend-Thriller mehr oder weniger oder Gruselfilme irgendwie zuständig war. Und ja, fand ich auf jeden Fall cool. Paddy hat mich angesteckt, auch die liebe Julia ist im Feeling und im Suchtmodus. Und da können wir uns wunderbar austauschen. Julia ist schon fertig. Ich weiß nicht, ob sie heute schon direkt mit der 2. Staffel fängt, aber ja, wir werden uns dann auf jeden Fall übers Ende noch austauschen können und es macht halt einfach Spaß. Ne? Also nicht nur angucken, sondern auch der Austausch, wie es eben auch bei den Leseclub oder gemeinsam lesen ist. Es macht einfach das, was einem eh schon Spaß macht, eigentlich noch mehr Freude und finde ich einfach toll. Und seid da gerne wirklich in den Leseclub und in den gemeinsamen Lesegruppen einfach mit dabei. Alles nochmal in der Infobox. Und dann kann es ja nur noch ein schöner Oktober werden. Wenn der Oktober so bleibt wie der heutige Tag, sonnig und es geht nun wunderbarer Herbstwind, der ganz warm ist. Und ich freue mich dann auch jetzt ein bisschen rauszugehen und das zu genießen. Und hoffen wir einfach, dass es ein bisschen so bleibt. Und das war es jetzt auch schon, glaube ich, grob für diese Woche. Ich glaube, mehr gibt es nicht zu erzählen, war ja auch allerhand. Ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Woche. Wünsche euch jetzt ein tolles Wochenende, auch ein schönes langes Wochenende, wenn ihr den Montag frei habt. Genießt die Zeit, macht Dinge, die euch Spaß machen. Und ich würde mich sehr über Kommentare freuen. Und guckt einfach in die Infobox, wenn euch da irgendwas interessiert hat. Und ich wünsche euch nun eine gute Zeit. Danke euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.